Dieses Video zeigt eine Übersicht über die vielfältigen Kommentarfunktionen in Acrobat. Wenn ich mit anderen zusammenarbeite, dann muss ich natürlich mir Kommentare zusammensuchen und diese möchte ich natürlich möglichst ähnlich auf mein PDF aufbringen, wie ich das Ganze im normalen Leben machen würde. Ganz kurz zur Einführung, es gibt hier oben eine komplette Menüleiste für Werkzeuge. Ich kann Notizen hinzufügen, kommentieren und markieren, Werkzeuge starten. Und hier haben wir eine sehr schöne Beschriftung. Wir haben Notizstempelwerkzeug, hervorheben Werkzeuge. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Datei als Kommentar anzuhängen. Und hier unten noch so ein paar Legendenoptionen, Bleistift und Radiergummiwerkzeug. Es gibt mehrere Prozesse, um einen Kommentarprozess zu starten, per E-Mail-Überprüfung oder zur gemeinsamen Überprüfung. Dann kann ich noch manuell das Kommentieren und Analysieren im Adobe Reader aktivieren. Das Gleiche wird aber auch aktiviert, wenn ich zur E-Mail-Überprüfung starte oder das Ganze mit der gemeinsamen Überprüfung mache. Das Zusammenfassen und Migrieren von Kommentaren kann ich machen und dann gibt es noch Import- und Exportmöglichkeiten. Bei Word ganz, ganz spannend. Ich starte in Word, mache ein PDF, mache einen Kommentarprozess, fasse die Kommentare zusammen und speichere die nachher wieder in Word als Word-Kommentare. Das ist sehr, sehr spannend und zeitsparend. Dann haben wir hier natürlich so die einzelnen Optionen und oben bei den Kommentaren die wichtigsten zusammengefasst. Das war eine Kurz-Übersicht über Kommentare im Acrobat, die ich übrigens auch auf dem Reader nutzen kann, wenn das PDF das weiß.